Herzlich willkommen zum 15. Europa-Quartett der Heinrich-Böll-Stiftung hier im Theater Bremen in Kooperation mit dem Theater Bremen. Unser heutiges Thema heißt: Was ist europäisch? Und wir haben zwei weitgereiste Gäste aus Würzburg, Dag Nikolaus Hasse, und aus Frankfurt an der Oder, Claudia Weber. Herzlich willkommen. Ihnen wohl bekannt ist Emanuel Herold, Soziologe, aktiv bei den Grünen, aktiv in der Europa-Union, aktiv auch in der Heinrich-Böll-Stiftung, der die Moderation macht. Danke dafür, Emanuel. Mein Name ist Henning Bleil, ich arbeite bei der Stiftung und muss noch mindestens zwei Dinge erklären. Die erste Frage ist: Wie funktioniert ein dreistimmiges Quartett? Ich glaube, es wird sehr gut funktionieren, und da wir manchmal auch zu fünft schon hier saßen, gleicht sich das durchaus aus, on the long run sozusagen. Im Durchschnitt sind wir vier. Die zweite Frage ist: Warum hat die Böll-Stiftung 14 Europa-Quartette gebraucht, um jetzt erst zu dieser grundlegenden Frage vorzustoßen, zu dieser basisgebenden Frage: Was ist eigentlich europäisch? Und auch da ist die Antwort einfach: Leider hat Herr Hasse sein Buch jetzt erst geschrieben. Wenn er es schon 2017 getan hätte, wäre es in der Tat der genuine Opener unseres Europa-Quartett-Formats gewesen. Aber wir sind froh, dass es jetzt heute diese Frage nachgeholt wird. Das ist ein schmales Bändchen hier. Sie kennen das alle aus Ihrer Schulzeit, dieses Format, ein Reklambändchen. Aber das ist diese Reihe mit dem schönen Titel: Was bedeutet das alles? Und dieser Essay stellt also die Frage: Was bedeutet das alles, dass wir in unserem Denken über Europa sowohl koloniale Denkmuster noch drin haben, aber auch romantische Denkmuster? Und was bedeutet es auch, dass der viel gerühmte aufgeklärte Begriff von Europa, der aufklärerische Begriff, dass der auch hochproblematisch ist, zum Beispiel indem er einem moralischen Überlegenheitsdenken Tor und Tür öffnet? Darüber wollen wir diskutieren. Wenn jemand die Geschichte der Philosophie lehrt, Geschichte der Philosophie, wie Herr Hasse das in Würzburg tut, dann denkt er in sehr weit gespannten zeitlichen Bögen. Das ist die Qualität auch dieses Essays. Er nimmt uns also mit zurück, auch in biblische Zeiten sogar. In eine Zeit, wo noch keineswegs Europa und die EuropäerInnen sich als die Krone der Schöpfung betrachtet haben, sondern wo es nach der Sintflut, als die drei Söhne Noahs sich überlegt haben, welche Kontinente werden denn von wem besiedelt, Europa eher der Trostpreis war. Europa war zu kalt, Afrika zu heiß und Asien war eigentlich der Hauptgewinn. Das hat sich geändert in unserer Zuschreibung. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass wir heute natürlich auch sehr über die Gegenwart reden. Wir sind sehr gegenwärtig verortet. Ich will das erstmal kurz anreißen, indem ich die Arbeitsschwerpunkte von unserem zweiten Gast, von Claudia Weber, kurz benenne. Dann sehen Sie schon, wie weit der Bogen von der Bibel bis wohin er gespannt sein wird. Frau Weber vertritt in Frankfurt an der Oder, an der Europa-Universität, vergleichende Imperiengeschichte, Gewalt- und Diktaturengeschichte des 20. Jahrhunderts mit dem Forschungsschwerpunkt Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechenpolitik in transnationale Perspektive. Und drittens auch historische Europäisierungsprozesse und Geschichte von Europakonzepten. Ihr Buch liegt entsprechend auch am Büchertisch vorne. Heute ist der 8. Mai, morgen ist der 9. Mai. Sie ahnen, was ich damit sagen möchte. Ja, der ist nicht ganz so wichtig, aber wichtig ist natürlich die militärische Niederlage von NS Deutschland mitsamt seinem faschistischen Konzept von Europa. Und genauso wichtig ist auch, was morgen am 9. Mai in Moskau passieren wird, welche imperialen Ansprüche mit Verweis auf die Geschichte Putin dort formulieren wird. Und genau diese geschichtliche Herleitung von machtpolitischen Ansprüchen hat ja Hochkonjunktur. Und umso förderlicher finde ich es, dass wir heute mit doppelter Expertise über was ist europäisch und welche Ansprüche leiten sich aus diesem Europäischsein ab, diskutieren können. Und damit geht es los. Dankeschön. Ja, Henning, vielen Dank. Auch meinerseits Ihnen allen ein herzliches Willkommen heute zum Sonntagvormittag. Das ist schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, und auch herzlichen Dank an Frau Weber, Herr Hasse, dass Sie heute hier sind. Ich bin sehr gespannt auf unseren eineinhalb Stunden, die wir jetzt vor uns haben an Diskussion, und es quietscht ein wenig.
Und ich kann direkt bei den letzten Worten von Henning anschließen. Als wir das Buch sozusagen ausgewählt haben für eine Veranstaltung, weil wir eben auch dachten, hey Mensch, das ist doch super, jetzt können wir sozusagen mal uns sozusagen der ganz grundsätzlichen Frage widmen, was ist eigentlich das Europa im Europa-Quartett? Das war noch vor sozusagen dem russischen Angriffskrieg und jetzt sozusagen befinden wir uns natürlich in einem ganz besonderen Kontext und vor allem natürlich heute dem 8. Mai dann auch noch dem Tag der Befreiung, wie wir in Deutschland sagen, dem ganz besonderen Veranstaltungstag. Und das möchte ich auch gleich als Aufhänger nehmen, denn die Differenz ist schon angesprochen. Den 8. Mai sozusagen ist ein Teil Europas gewissermaßen das Zentrum der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und in einem anderen Teil Europas ist es der 9. Mai. Und wenn man sich jetzt in Bezug auf den aktuellen Konflikt die Frage stellt, ja, wie ist das denn eigentlich in der Ukraine, dann ist das spannend, dass das dort auch seit einigen Jahren eine ganz umkämpfte Frage ist. Denn 2015 gab es dann eine Gesetzesänderung, die, wie es im sozusagen Gesetzestext selber heißt, im Geiste Europas vorgenommen wird und die aus einer ganzen Reihe von Maßnahmen besteht. Und zum einen geht es darum, dass der 8. Mai da zum Feiertag, also nicht nur Gedenktag, sondern zum Feiertag wurde, als Tag der Erinnerung und Versöhnung, der vor allen Dingen sozusagen dem Gedenken der Opfer gewidmet ist. Und andererseits gibt es weiterhin in sozusagen Kontinuität der sowjetischen Tradition den 9. Mai als Tag des Sieges, aber sozusagen seit dieser Gesetzesänderung wieder umbenannt oder spezifiziert in den Tag des Sieges über den Nationalsozialismus. Und der Direktor des Institutes für nationale Erinnerung in Kiew sagte seinerzeit, als diese Gesetzesänderung, die vor allen Dingen eher sehr vorangetrieben hat, man möchte sich der europäischen Tradition der Erinnerung anschließen und nicht sowjetische Mythen wiederholen. Ja, also das sozusagen ist auch ein sehr umstrittenes Statement, auch überhaupt dieser Vorstoß ist in der ukrainischen Öffentlichkeit, so kann man das nachlesen, alles andere als einfach Konsens und ist über Jahre diskutiert worden. Und Herr Hasse, da Sie uns sozusagen mit Ihrem Buch die Frage, was ist europäisch, mitgebracht haben, würde ich sagen, die erste Frage vor diesem Hintergrund direkt an Sie richten. An diesem Beispiel, was ich jetzt genannt habe, merkt man, da wird sozusagen Europa angerufen, wieder als Begriff in so einem politischen Streit. Und es sozusagen hat mit Blick auf den Konflikt ja auch die Frage, ja, wer ist eigentlich europäisch? Deswegen wäre meine erste Frage, kann man die beiden Fragen eigentlich trennen? Was ist europäisch? Wer ist europäisch? Das ist aber eine schwierige Frage, zum Anfang schon gleich sehr philosophisch, konzeptionell. Das Wort europäisch selbst hat, das versuche ich in diesem Buch zu zeigen, sowohl eine geografische Seite als auch eine kulturelle Seite, als auch eine politische, sowie auch das Wort Europa. Und wenn Sie jetzt so viel von der Ukraine und von Putin gesprochen haben, wenn man sich anschaut, wie Putin spricht, dann in manchen seiner Schriften und manchen seiner Statements spricht er von dem Kontinent Europa, also einen geografischen Begriff, und manchmal von Europa als dem Feindbild. Und dann ist es eben all das, was entfernt ist. Und es ist ein kultureller Begriff, dann ist es, oder es ist die Europäische Union als eine Kurzform, Europa als Kurzform für die Europäische Union. Und ja, es ist also die Frage, was ist europäisch, scheint mir auch in diesem Fall dieses Krieges, in dieser Zeit dieses Krieges besonders wichtig, weil wir uns überlegen müssen, was meinen wir. Was wollen wir hier in Mitteleuropa? Wie schließen wir uns zusammen? Mit wem wollen wir die politische Zukunft gestalten? Beachten wir vielleicht unsere osteuropäischen Nachbarn intensiver, als wir es früher getan haben und hören mehr auf ihre Nöte und denken nicht mehr so mittelwesteuropäisch? Das ist ja auch ein Teil dieses Buches, ja, diese Kritik daran, dass wir einen sehr, sehr stark mittelwesteuropäischen Blick haben. Und wir müssen uns heute auch überlegen, ob wir nicht, wie wir diesen Kontinent insgesamt gestalten wollen in der Zukunft. Und dazu gehört auch Russland. Also insofern, ja, diese vielleicht ist das eine erste Antwort auf Ihre Frage. Also diese, auch vor dem Hintergrund dieses Krieges scheint es mir besonders wichtig, sich zu überlegen, wie wir diesen Terminus verwenden wollen und wie wir uns die Zukunft vorstellen auf diesem Kontinent.
Frau Weber, wenn Sie sozusagen versuchen, das aus Ihrer Perspektive einzuordnen, wir haben es gerade gehört, Sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Schwerpunkt und sozusagen sehen jetzt gerade, wie in diesem aktuellen Konflikt auch um Geschichte gekämpft wird und gerungen wird. Und wie sozusagen ordnen Sie diese Frage da ein, was der Begriff Europa da als Rolle spielt, als Begriff der Mobilisierung und auch der Abgrenzung? Ja, also zunächst einmal freue ich mich, dass ich hier sein kann und über dieses inspirierende Buch diskutieren kann. So ein bisschen kommt es ja auch in dem Buch schon raus und ist mir aufgefallen bei dem Nachdenken über dieses Buch, mir scheint europäisch zu sein, dass wir ständig darüber streiten, was europäisch ist. Also, dass wir historisch betrachtet, und wenn Sie jetzt die Geschichte des 20. Jahrhunderts nennen, ganz unterschiedliche Europakonzepte haben. Also, wir haben seit 1945 eben das westeuropäisch geprägte EU-Projekt Europa, das ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst in Abgrenzung zur Sowjetunion gestanden hat. Also auch ein Projekt, das aus dem Geist des Kalten Krieges ein wenig hervorgegangen ist. Und Europakonzepte sich auch immer wieder ändern können. Und Sie haben es auch angesprochen, faschistische Regime, nationalsozialistische Regime in Deutschland hatte nicht am Beginn, aber dann doch ab 1939 Europakonzepte und europapolitische Vorstellungen. Also wir haben kein Monopol mit EU-Europa auf die Beantwortung der Frage, was europäisch ist. Wir beantworten sie jetzt aus unserer Gegenwartsperspektive heraus. Und da bin ich auch ganz bei Herrn Hasse. Wir beantworten sie momentan auch sehr politisch und müssen das vor diesem geopolitischen Rahmen offenbar auch tun. Sie hatten Putins Geschichtspolitik angesprochen. Er hantiert natürlich auch mit diesen Begriffen. Und wenn er sich gegen Europa wendet, dann meint er EU-Europa. Das ist der Feind. Er würde nicht abstreiten, dass die russische Kultur eine europäische Kultur ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und er greift in seinen Geschichtsdarstellungen seit Jahren ziemlich konsequent. Und, das muss man sagen, ich würde immer davor warnen, Putin zu unterschätzen, auch ziemlich clever, die europäische Geschichtspolitik an. Also unser Verständnis auch von der europäischen Geschichte. Das hat er gerade in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg oder die 30er Jahre seit einigen Jahren ganz offensiv gemacht. Also wir streiten, und das macht uns vielleicht auch aus, wir streiten darüber, was europäisch ist. Und es sind geografische Konzepte, politische Konzepte, kulturelle Konzepte, die sich auch immer wieder ändern können. Ja, gern. Da gleich was zu sagen. Und zwar finde ich sehr auffällig, wie stark Putin auch einen kulturellen Begriff verwendet. Er möchte auch gern diesen Krieg auch gern zu einem kulturellen machen, sozusagen. Ja, also da wird eine russische Kultur mit bestimmten Vorstellungen, der Patriarch Kyrill versucht das auch sehr stark, gegen eine sozusagen dekadente europäische Kultur in Front gebracht. Und das ist im Grunde etwas, wovor ich auch versuche, in diesem Buch zu warnen. Kulturelle Europabegriffe werden sehr schnell Kampfbegriffe. Kampfbegriffe zum Beispiel gegen Einwanderer, gegen Zuwanderer, gegen bestimmte Gruppen, gegen Südeuropäer, die angeblich nicht richtig wirtschaften können, oder islamische Zuwanderer, die nicht aufgeklärt sind oder wie auch immer. Und genau das passiert hier auch wieder. Der Westen oder in diesem Europa ist in irgendeiner Weise dekadent. Da sind Männer nicht Männer, Frauen nicht Frauen. Da wollen wir ein anderes Bild von Familie haben, von anderen Werten. Die Regierungsform ist schwach, ist demokratisch. Nur eine starke, autokratische Regierungsform kann uns in Zukunft führen. Das ist so ein Wertekrieg, den er da auch versucht, uns aufzuzwängen. Und dafür sollten wir uns hüten. Es ist kein kultureller Kampf, es ist ein politischer Kampf. Es ist eine Aggression gegen demokratische Werte überhaupt. Das hat mit Europa eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Zunächst mal, ja, es ist einfach ein Land, das ein anderes Land überfallen hat. Und mit diesem Kulturkampf, dieses Vokabular, das er uns nahelegt, das er uns aufzwingen will, das sollten wir nicht mitmachen. Ja, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es ein Angriff auf Demokratie, auf Selbstbestimmung der Völker, auf die Unverletzlichkeit der Grenzen, auf die Nachkriegsordnung der gesamten Welt nach 1945. Und es sind eben 141 Staaten, die gegen Russland gestimmt haben in der UNO-Vollversammlung am 2. März. Und wir brauchen auch alle. Ja, es geht nicht darum, dass wir sozusagen uns europäisch mobilisieren oder in der EU, sondern es ist ein Angriff auf alle demokratisch denkenden Menschen. Und ja, das versucht, ich glaube, das ist ein Trick sozusagen in diesem Fall von Putin und Kyrill, zu einem Clash of Civilizations in gewisser Weise zu machen, die große russische Zivilisation gegen Verwestlichte oder wie auch immer. Und ja, das ist auch eine Warnung sozusagen, vorsichtig zu sein bei solchen kulturellen Europabegriffen. Also wäre man quasi schon in Putins Falle getappt, wenn man umgekehrt sagen würde, die Ukraine verteidigt unsere Werte, deswegen müssen wir mit ihr solidarisch sein. Ja, ich glaube, das ist ganz gefährlich. Natürlich brauchen wir auch, um unsere Widerstandskraft zu mobilisieren und zunächst mal um die Ukraine selbst, um ihre Widerstandskraft zu mobilisieren, auch bestimmte Erzählungen und muss auch die Nationalität betonen und so weiter und bestimmte Werte betonen. Sonst kann man einer solchen Aggression nicht widerstehen. Aber ist Demokratie schon lange kein westlicher Wert mehr? Ja, es ist, wenn man sich auf den Demokratieindex schaut, besonders gut stehen gerade Chile da oder Südkorea oder wie auch immer. Ja, wo ist da der Westen? Also Deutschland ist bei Reporter ohne Grenzen gerade ein bisschen abgerutscht. Amerika hat auch sozusagen auf dem Demokratie, USA auf dem Demokratieindex nicht ganz weit vorne wegen Trump und so weiter. Also nein, westliche Werte ist eine Redeweise von Putin, die er ganz gerne hat, denke ich. Da ist was Gefährliches dran. Ja, ich habe keine gute Position, wie man das anders machen kann. Aber es geht um Demokratie, um Menschenrechte, um Selbstbestimmung und solche Werte. Ja, Frau Weber, würden Sie da zustimmen oder finden Sie das zu problematisch, sozusagen die westlichen Werte hier zu sehr hier die Ukraine kämpft nicht für westliche Werte? Ja, also zunächst einmal wollte ich gerne noch mal auf diesen Kulturkampf zurück. Da greift Putin natürlich, und jetzt reden wir schon wieder so viel über Putin, aber auch so auf ganz alte Deutungsmuster, also dieser vermeintliche Kulturkampf zwischen Westrom und Byzanz und Ostrom, das hat ja, also das findet 1054 statt und seitdem kann es immer wieder instrumentalisiert werden und seitdem wird Moskau immer als das dritte Rom, also als eigentlich Stätte des wahren Christentums und so der Orthodoxie oder die Orthodoxie als diese Stätte begriffen und im 19. Jahrhundert tobt dann der Kampf zwischen den Slavophilen und den westlich orientierten russischen Intellektuellen und Putin knüpft daran an. Und auch dieser Stereotyp, der Westen ist dekadent, ist auch schon uralt. Also das sind Deutungsmuster, die sich dann in geopolitischen Kämpfen, und ich glaube tatsächlich, das ist eine geopolitische Neuverteilung der Welt, das ist die Phase, in der wir uns gerade befinden, können die ganz gut instrumentalisiert werden. Und dann wirken die immer wieder, weil sie schon so lange wirken. Ja, und dann glaube ich tatsächlich auch, es geht um, und die Dimension, vermute ich, weiß ich nicht, meine Beobachtung ist, dass wir die manchmal unterschätzen etwas. Und da bin ich bei den europäischen Werten. Es geht hier gar nicht nur um die Ukraine. Also es geht tatsächlich um eine geopolitische Neuverteilung. Und in einer gewissen Weise, ich habe mich ja auch viel mit dem Kalten Krieg beschäftigt, denke ich jetzt manchmal rückblickend, das ist das Schöne an Geschichtswissenschaft, nicht? Wir können dann immer wieder sagen, nee, aus der jetzigen Perspektive betrachtet würde ich das anders sehen. Wir reden immer davon, dass 1989/90 der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist. Das stimmt, aber eigentlich nur eine Seite. Und eigentlich würde ich
die nicht zu belegende und ich habe sie nicht erforscht, aber es ist so ein intellektuelles Gedankenspiel. Eigentlich sind wir jetzt in der Gefahr, dass der Kalte Krieg zu Ende geht. Nämlich mit einer großen Krise Westeuropas. Also beide Player des Kalten Krieges sind plötzlich herausgefordert. Also das Ende der Geschichte, Fukuyamas Ende der Geschichte ist vorbei. Und das ist die Dimension, über die ich nachdenke. Und da, denke ich, bekommt dann tatsächlich auch die Auseinandersetzung in der Ukraine eine ganz andere Dimension, die weit über die Ukraine hinausgeht. Und insofern würde ich dem auch zustimmen, dass in einer gewissen Art und Weise da momentan ein Krieg ausgetragen wird, der tatsächlich dann auch eine kulturelle Dimension wahrscheinlich oder eine Wertedimension hat. Aber das sind alles Thesen, die jetzt seit dem Februar so in den Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen entstehen. Die sind nicht besonders hoffnungsfroh, aber das sind Gedanken, die einem kommen, wenn man sich das anschaut. Und wie Sie sagen, es ist sozusagen, der aktuelle Krieg ist wahrscheinlich sozusagen die schwerste und dramatischste Herausforderung auch des europäischen Einigungsprojektes, wie wir es kennen. Aber es ist natürlich nicht die erste Krise, die dieses Projekt jetzt gerade durchmacht. Also sozusagen, wenn wir an sozusagen die Euro-Krise denken, den Aufstieg der Nationalismen in verschiedenen Mitgliedstaaten, wenn wir, Sie haben vorhin gesagt, auch sozusagen die Nationalisten schon im 20. Jahrhundert haben den Europa-Begriff irgendwann für sich beansprucht und sozusagen ausgedeutet. Das Europa der Vaterländer ist gewissermaßen so ein fliegender Begriff auch heutzutage. Also wenn wir sozusagen Figuren wie Viktor Orban nehmen, Marine Le Pen und so weiter, dann sehen wir ja, dass die Konfliktlinie um die Frage, was ist Europa, jetzt nicht etwa zwischen Russland und der EU verläuft, sondern im Grunde genommen quer durch den Kontinent verläuft. Und ist die Frage dann nicht, kann man diesen Kulturkampf abweisen? Ist es nicht unvermeidlich, dass man darin verstrickt wird, wenn die Bewegung sozusagen die christliches Familienbild, alle Fragen von Gender und Sexualität, die Sie vorhin kurz schon angedeutet haben, aufruft? Wie kommt man da raus und was wäre sozusagen, was sind andere Begriffe, auf die man sich stützen könnte? Ja, ich glaube, dass wir diese Begriffe brauchen, um uns zurechtzufinden in der Welt. Es ist nicht Sinn dieses Buches, Begriffe abzuschaffen oder Denkverbote oder so etwas zu erteilen oder Sprachverbote, sondern es geht darum, zu Perspektivwechseln anzuregen und Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wir mit Begriffen umgehen. Und ein Weg, aus unseren Problemen im modernen Leben, Zusammenleben auf diesem Kontinent herauszufinden, ist, glaube ich, wenn wir, und darauf versuche ich aufmerksam zu machen, kann sein, dass wir uns bewusst machen, wie stark wir sozusagen von der Elite, die dieses EU-Projekt getragen hat, wie stark wir ausgrenzen mit unseren Redeweisen. Also wie stark wir, wenn wir von sozusagen einen Aufklärungsbegriff verwenden von Europa und sagen, die anderen, die zu uns kommen müssen, sozusagen Aufklärung nachholen, oder wenn wir sozusagen einen Musil, Proust, Bach, Beethoven, Europa in der Rede führen, wie seltsam das sein kann gegenüber Menschen, die genauso europäisch sind wie diejenigen selbst, die sozusagen diese Elite prägen. Und oder eben ein christlich-humanistisches Europa. Auch das wird ja verteidigt. Und wenn man das ein Gefühl dafür bekommt, wie stark das auf Menschen wirkt, die sich davon brüskiert fühlen, kann sehr viel gewonnen werden. Ja, dann kann sehr viel in unseren Ländern selber, in unseren europäischen Ländern gewonnen werden, weil dieses Ausgrenzungsmoment abgefedert wird und es eine andere Art von Zusammenleben geben kann. Das ist sozusagen die Hoffnung. Und ich glaube, wir haben uns gar nicht bewusst gemacht. Wir reden sehr viel über sozusagen koloniale Diskurse und haben seit Edward Said, im berühmten Buch aus den 70er Jahren, sehr viel darüber, wie wir über den Orient sprechen, wie herablassend und kolonial das immer noch ist und wie stark das Orientbild eigentlich geprägt ist, zum Beispiel das Orientbild, aber auch natürlich Asienbilder und so weiter, geprägt ist von unseren Kolonialerfahrungen, aber wie wir über uns selber denken in Europa, ist auch sehr stark geprägt von Kolonialerfahrung und natürlich auch von anderen Traditionen. Und ich glaube, dass es ein Weg sein kann,
besser zusammenzuleben. Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark diese Traditionen wirken. Also auch ein Gefühl für die Vielfalt von Geschichten statt sozusagen der einen europäischen Geschichte. Ja, ja, für die Vielfalt und für die ungeheure Verengung dessen, natürlich, wir haben die Beethoven-Hymne als Europa-Hymne, das ist aber, meine Güte, ja, das ist ein ganz winziger Teil sozusagen einer unglaublich reichen europäischen Kultur. Es ist ja so, dass Vielfalt als Wert sozusagen auch in den nochmal offiziellen Reden der Europäischen Union, wenn man die Kommissionschefin sprechen hört und so, das wird ja immer wieder aufgerufen. Jetzt hat man das Gefühl, es klafft so eine Kluft irgendwie zwischen der offiziellen Rhetorik und der Frage, wie man dann wirklich auch Geschichte begreift. Und Sie sagten vorhin ja auch, offenkundig sind wir auch auf unsere osteuropäischen Partner und Nachbarn irgendwie, wir haben die Osterweiterung gehabt, aber sind zu wenig darauf eingegangen, auf ihre Perspektiven, auf Geschichte, auf ihre Situation, wie sie auch im Grunde Konflikte deuten. Haben wir etwas nachzuholen, Frau Weber, da in dieser Hinsicht, einen innereuropäischen, sozusagen, wir müssen mal innereuropäisch rein geografisch betrachten, Dialog? Ja, durchaus, glaube ich. Ich glaube, Vielfalt kann ein Wert sein. Zunächst einmal ist Vielfalt in der europäischen Geschichte eine historische Tatsache. Punkt. Also die historische Europa hat eine unheimlich komplexe, auch widerstreitende, vielfältige Geschichte. Daran kommt man als Historikerin überhaupt nicht vorbei. Und dann ist es, glaube ich, der nächste Schritt, diese historische Vielfalt und Komplexität zu einem Wert zu machen, zu sagen, das ist etwas, woraus wir etwas lernen können, auch für die Gegenwart, also wie wir mit dieser Vielfalt umgehen. Zu schauen, das machen Sie ja in Ihrem Buch auch, ich habe das sehr mit großem Interesse und Freude auch gelesen, damit bin ich dann eigentlich auch schon bei Südosteuropa, wie Sie diese Vielvölkerstädte beschreiben. Also da ist mir dann auch Smyrna, das alte Smyrna, das heutige ist mir noch eingefallen und so. Also da kann man hinschauen und das sollte man nicht idealisieren, weil das waren keine Vielvölkerparadiese, sondern schön segregiert waren eben auch in Smyrna die Armenier und die Venezier. Die lebten alle in ihren eigenen Stadtvierteln, aber man kann da hinschauen und kann schauen, wie sind andere europäische Städte in der Geschichte mit dieser Vielfalt umgegangen. So, jetzt Osteuropa. Ja, ich denke schon. Ich denke schon und ich glaube auch nicht, dass wir damit am Ende sind. Also persönlich habe ich das in meinen Forschungen, ich beschäftige mich viel mit eben der Weltkriegsgeschichte und auch mit der Zusammenarbeit von Nationalsozialismus und Stalinismus. Und ich kann zu einem gewissen Grade die Beschwerde der osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU auch verstehen, dass wir die Verbrechen des Stalinismus lange unterschätzt haben und lange nicht zur Kenntnis genommen haben. Oder und auch nicht sehen wollten teilweise. Also aus dieser ganz konkreten Perspektive kann ich sagen, ja. Hier auch wieder, um aufs Buch zurückzukommen, Milan Kundera mit seinen Europakonzepten, also die ganzen Europakonzepte, die in den 90er Jahren eine große Rolle gespielt haben von osteuropäischen, ostmitteleuropäischen Intellektuellen, sind in die großen Diskurse wenig eingegangen, sondern waren auch immer das, was ich gern sage, so auf wissenschaftlichen Konferenzen im letzten Panel. Macht man dann nochmal Osteuropa? So, was hat denn Osteuropa dazu zu sagen? Das habe ich selber in meiner Karriere immer wieder erlebt. Wir sind immer im letzten Panel und sind dann die Exoten. Und ich denke, also da ist vieles unterschätzt worden. Kann Ihnen auch passieren, wenn Sie sozusagen die arabische Seite mit einbringen, ja, die islamwissenschaftliche Seite, dann gibt es irgendwie ein Thema, sagen wir irgendwie Tugendethik oder so, und Sie werden noch dazugeladen, weil man auch irgendwas Arabisches oder was Jüdisches noch dabei haben will. Aber vielleicht noch zu diesem Vielfaltsthema, wenn ich, ja, bei der EU, das ist ja sogar das Motto der EU, ja, also Einheit in der Vielfalt. Und es ist aber eigentlich sehr stark national gedacht. Also es gibt Dänen und es gibt Deutsche und es gibt Portugiesen und
Polen und so weiter. Und das ist die große Vielheit. Und damit sind diese unsere Nachkriegsgeneration, wir ja auch aufgewachsen, dass es ein tolles Projekt ist. Und dieses mit Erasmus, das soll man ja auch kennenlernen als Student und so. Und das ist ja auch weiterhin großartig. Aber die eigentliche Wirklichkeit der Vielfalt sind die Städte, die Vielvölkerstädte. Und das gibt kleine und große Vielvölkerstädte. Und Bremen ist eine wunderbare Vielvölkerstadt. Ja. Das ist doch unsere Wirklichkeit eigentlich. Und das scheint mir noch nicht gelebt in der EU. Diese Vielfalt und die eine große Herausforderung für die Menschen darstellt und eigentlich schon seit langer, langer Zeit, viele Jahrhunderte lang schon in Europa immer dargestellt hat. Es ist kein neues Thema, dass wir viele Menschen unterschiedlicher Hautfarben, Kleidung, Sitten, Sprachen und so weiter auf den Straßen sehen. Das ist durch Nationalismus und sozusagen diese Uniformisierungsidee in gewisser Weise verdeckt worden. Aber es ist schon immer da gewesen. Es gibt ganz viele, aus der Geschichte ganz viele Ratschläge, wie man damit umgehen kann. Diese Vielfalt in sozusagen nationalstaatlichen Boxen gedacht ist sozusagen nicht, dass wir wollen, also die Vielfalt, die man dann bis genau 27 zählen kann und dann ist schon Schluss. Das wäre jetzt nicht der entscheidende Ansatz. Und ich finde das an Ihrem Buch ja im Grunde genommen das Spannende. Sie machen so einen Gang durch die verschiedenen Europakonzepte und zeigen im Grunde genommen die Fallstricke auf, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben. Es gibt Vereinseitigungen, es gibt sozusagen auch Vereinnahmungen von historischen Quellen wiederum, die eigentlich sozusagen auch Kontext haben, die geografisch über sozusagen Europa, wie wir es heute definieren, hinausgehen und führen das dann am Ende auf das Beispiel der Vielvölkerstädte. Und da Sie gerade sagten, ja, Ihnen geht es dann mit den sozusagen, wenn Sie arabische Traditionen und Einflüsse thematisieren, haben Sie auch am Konferenz immer sozusagen den Platz am Rand des Programms. Deswegen jetzt, Sie gehen zum Beispiel auf die Vielvölkerstadt Cordoba ein. Vielleicht können Sie es an dem historischen Beispiel mal sozusagen ein wenig erläutern, warum Sie gerade auf diese Idee gekommen sind, dass das vielleicht ein interessanter Punkt sein könnte, über sozusagen eine andere Tradition von Europa, des Europäischen im Grunde genommen, sich zu erschließen. Ja, wenn man jetzt Bücher aufschlägt zur Kunstgeschichte Europas oder zur Philosophiegeschichte oder zur Literaturgeschichte und so weiter, dann kommt natürlich, was ist natürlich, es ist so, ja, es ist nicht natürlich, es ist ein solcher Kanon, kommen die islamischen Jahrhunderte Cordobas normalerweise nicht vor. Das ist sozusagen eine Art Intermezzo auf europäischem Boden von etwas anderem. Und das ist eine völlig seltsame historische Sicht. Also, und Cordoba gehört ins Zentrum der europäischen Geschichte als Schwergewicht sozusagen mittelalterlicher Kultur. Ja, es war eine der wenigen wirklichen Metropolen auf europäischem Boden. Die andere war Konstantinopel. Und viele Jahrhunderte lang waren diese beiden Städte mit großem Abstand sozusagen die größten Städte auf europäischem Boden. Cordoba hat schätzungsweise etwa 300.000 Einwohner gehabt, sagen die Städtehistoriker in der Glanzzeit im Mittelalter. Und Konstantinopel noch etwas größer. Aber solche Städte wie Rom oder Paris im 12. Jahrhundert hatten vielleicht 30.000 Einwohner. Also das ist ein riesiger Abstand, auch an Bildungseinrichtungen. Also man konnte in Cordoba auf den Markt gehen und sagen, ich hätte gerne dieses Buch kopiert, ja, abgeschrieben. Da waren jede Menge Schreiber, auch Schreiberinnen, auch Frauen. Und also völlig undenkbar sozusagen in der mittelwesteuropäischen Kultur, wo sie im Kloster an sehr wertvolle Handschriften kam, aber sonst kaum eine ganz kleine Elite sozusagen Zugang zur Bildung hatte. Und ja, es war eine Vielvölkerstadt mit sehr, sehr vielen verschiedenen Volksgruppen. Und eben Frau Weber hat es ja schon erwähnt, da war natürlich auch, man lebt in verschiedenen Stadtvierteln, da wollen wir nicht wieder hin zurück. Aber es ist nicht so, dass es nicht auch bestimmte Gruppen gab, die diese Grenzen, diese kulturellen Grenzen zwischen den Stadtvierteln auch überwunden haben. Das war vor allen Dingen die Jugend und die sozusagen die liberale Elite und ja, die Halbwelt. Das ist quasi wie heute. Ja. Es ist ein bisschen ähnlich. Ja. Also die am wenigsten Probleme haben damit, dass ja, dort andere Sitten, dass Leute andere Feste feiern, irgendwie anders kleiden, sich andere Sprachen sprechen,
das sind junge Leute, das sind Leute, die sozusagen ein wenig sich am Grenze des Gesetzes bewegen, und es ist sozusagen die gebildete Oberschicht. Und das war in Cordoba auch so. Also am Kalifenhof hat das auch, die Herrscher haben das, die muslimischen Herrscher ganz bewusst gemacht, hat man durchaus sozusagen afrikanische und afrikanischstämmige und jüdische Mitbürger und christliche Mitbürger herangezogen, auch um alte Eliten sozusagen aufzubrechen. Die haben auch gern christliche Frauen geheiratet, ja, die muslimischen Herrscher. Und da das über Generationen geschah, waren sie auch durchaus weißhäutig und blond, ja, die Kalifen in Cordoba. Also es ist anders, als man sich sozusagen vorstellt. Und es war eine wirkliche Vielvölkerstadt, die, das war auch vielen mittelalterlichen lateinischen Gebildeten sehr klar, dass da eine unglaublich prosperierende, kulturell prosperierende Großstadt auf europäischem Boden war. Und gut, für spanische Geschichte ist es ein spanische, sehr konservativ, zum Teil sehr konservativ-katholisch geprägte Geschichtsschreibung ist ein riesiges Problem. Aber für uns ist es kein Problem, sondern es ist eine sozusagen eine wunderbare Anregung, wie unterschiedliche Menschen über Jahrhunderte zusammen recht friedlich leben können. Das war nur wichtig zu sagen, weil es eben eine ganz bestimmte Rechtsordnung gab, die das möglich machte. Also man konnte, es wurden Kirchen gebaut, Synagogen gebaut, das war möglich, vielleicht nicht gebaut, aber doch weiterhin betrieben. Es gab Bischöfe und eigene Rechtsformen für die verschiedenen Religionen. Mit Nachteilen, ja, die wir heutzutage so nicht mehr haben wollen, mit steuerlichen Unterschieden, mit bestimmten Rechtsnachteilen, aber auch mit einer gewissen rechtlichen Sicherheit. Und die spielte eine große Rolle für das Funktionieren dieser Stadt. Dann würde ich auch direkt, da Sie sagen, die Auseinandersetzung kann eine Anregung sein mit diesen Städten und ihren Geschichten. Und Sie nennen ja sozusagen, auf Cordoba gehen Sie ein bisschen ausführlicher ein, aber Sie haben auch eine Passage drin, wo Sie auch Kiew als Beispiel dafür nennen. Und haben wir da momentan die Chance einer Anregung, dass wir eben auch uns hinterfragen, ja, was ist eigentlich das Zentrum und was ist die Peripherie? Also das Zentrum ist dann vielleicht doch nicht Brüssel, wie man das sozusagen manchmal jetzt so denkt, wenn man immer nur in der Tagesschau hängt. Sagen, welche Potenziale stecken darin, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt im Grunde gezwungen sind, uns mit einem Staat und einer Geschichte auseinanderzusetzen, über die wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, uns auch nicht wirklich viel beschäftigt haben oder wahrgenommen haben, die Ukraine in ihrer Rolle in Europa. Ist das sozusagen eine Anregung zur Selbsthinterfragung, wenn wir jetzt in diesem Konflikt quasi uns diese Geschichte aufschließen und erschließen? Ja, das denke ich schon, weil wir uns einfach jetzt stärker damit beschäftigen, nicht? Also aus Gründen, die wir nicht gewollt haben, aber dann rückt doch die Aufmerksamkeit jetzt auch auf die multireligiöse und multiethnische Geschichte Kiews als Stadt, nicht? Gerade im ersten Teil des 20. Jahrhunderts, in der Zwischenkriegszeit. Aber also ich lese gerade Josef Roths Beschreibung seiner Reisen nach Russland und in die Ukraine, und es ist ganz wunderbar, also zu sehen, wie er da diese Vielvölkerexistenzen beschreibt. Aber ich finde auch das Cordoba-Beispiel eben ganz schön. Und ganz ähnlich, also als Sie das jetzt gesagt haben oder wie Sie das beschrieben haben, dachte ich, ja, das ist eigentlich die Geschichte des Osmanischen Reiches und Konstantinopel, nicht Istanbul, also dann in Südosteuropa, wo natürlich die osmanische Elite auch daran interessiert war, also vor allen Dingen Griechen in den Staatsdienst zu holen. Und Griechen waren die Dolmetscher am osmanischen Hof. Auch da funktioniert es über ein Rechtssystem. Und das wäre nochmal historisch interessant, sich genau dieses Rechtssystem auch anzuschauen. Und Brüssel ist jetzt das politische Zentrum. Also Brüssel ist das politische Zentrum EU-Europas, dieser Konzeption. Und kann sein, dass sich das ändert, wird sich wahrscheinlich ändern, weil Geschichte bleibt nicht stehen. Aber das ist, also Brüssel ist die Hauptstadt einer ganz spezifischen Konzeption und einer ganz spezifischen Idee von Europa. Das würde ich sagen. Aber historisch kann sich das auch ändern, klar. Da Sie gerade das Wort Hauptstadt verwenden, also es gibt ja sozusagen durchaus auch Intellektuelle, die versuchen,
im Grunde genommen ausgehend von dem EU-Europa, wie Sie sagten, wie es bis jetzt gewachsen ist, im Grunde genommen sowas wie eine europäische Identität weiterzudenken, und zwar im Sinne der Gründung einer politischen Gemeinschaft. Robert Menasse, der das gleichnamige Buch geschrieben hat, Die Hauptstadt, wo es in Brüssel handelt, und sozusagen Ulrike Gero, die hier auch schon auf unserer Bühne war im Europa-Quartett, die sozusagen, fast schon aktivistisch dabei, am Europa-Begriff zu arbeiten. Halten Sie das dann für eine Sackgasse, wenn Sie sagen, eigentlich müssten wir uns sozusagen von der politischen Konzeption, die ja eine Rolle spielt, der EU lösen und eher sozusagen in die Verflechtungen über die geografischen Grenzen hinaus, nach Süden, übers Mittelmeer und so weiter bewegen? Oder finden Sie, das hat durchaus seinen Wert? Also zunächst mal finde ich sehr sympathisch, ja, weil sich die beiden so unglaublich einsetzen. Und ich habe die Hauptstadt auch sehr gern gelesen, aber auch sein Manifest, also Robert Menasses Manifest zu Europa. Ich glaube trotzdem, dass es leider eine Sackgasse ist, weil wir es nicht herbeireden können, eine Begeisterung für eine solche, sagen, Brüsseler europäische Idee oder auf Aachen, Brüssel und die alten Werte fokussierte Idee. Ich glaube eher, dass wir politisch überzeugen müssen, dass einfach gute Politik gemacht werden muss, dass die Menschen ja jetzt auch dankbar sind dafür, dass mobilisiert wird für Menschenrechte von Brüssel aus. Ich glaube, die Menschen spüren, dass es gut ist, dass wir zum Beispiel in Deutschland nicht allein sind, sondern dass wir sozusagen Staatenbünden organisiert sind, weil ja ein Aggressor, von dem wir dachten, das passiert nicht mehr so etwas, aber es passiert leider in der Geschichte immer wieder. Und ein kleines Land kann sich nicht alleine verteidigen. Und das ist nur ein Thema. Ein anderes Thema sind sozusagen Migrationsströme. Wie organisieren wir unsere Arbeit? Wie kommen wir mit der Klimakatastrophe zurecht? Ich glaube, die Menschen haben schon ein Gespür dafür, dass wir das nicht alleine hinbekommen. Und dass Menschenrechte geschützt werden müssen, dass die Freiheit der Rede da sein muss, wenn man sieht, wie schnell das weggehen kann, auch in Ungarn, wie schnell Pressefreiheit ausgehöhlt werden soll. Ich glaube, dass das viel überzeugender ist. Also eine kulturelle Mobilisierung für Europa, The Pulse of Europe war ja auch sehr sympathisch, ja, oder ist sehr sympathisch, aber mich hat es nie so richtig mitgerissen, aber ich glaube, dass das nur eine Begeisterung für sozusagen rationale, gute Politik sein kann. Und wenn gute Lösungen geschaffen werden von Brüssel aus, dass das die Menschen auch überzeugt. Ich glaube, dass es mehr unterfängt als der Versuch einer emotionalen, kulturellen Mobilisierung. Das sage ich ja auf den letzten Seiten auch des Buches, da bin ich skeptisch. Würden Sie sich von rationaler, guter Politik mitreißen lassen, Frau Weber? Ja, ich war jetzt gerade noch, was Sie sagten, genau, Sie sprechen ja über die Loyalität dann die, wie sagen Sie das, Verpflichtung, genau, die politische Verpflichtung. Das war ein Punkt, in dem ich dachte, und insofern ist es schön, dass wir das jetzt ansprechen, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert. Es hat mich ein wenig an Habermas Verfassungspatriotismus erinnert. Und noch kurz erläutern, das Stichwort politische Verpflichtung im Buch, für die das Buch noch nicht gelesen haben, oder der Autor selbst, wie Sie, das Sie ist, möchten. Das ist eigentlich eine Unterscheidung, die von Judith Sklar herkommt, einer Harvard-Politikwissenschaftlerin. Also die Unterscheidung zwischen der Loyalität, die wir für ein Gemeinwesen empfinden, und dem Sinn für politischer Verpflichtung. Loyalität als emotionale Bindung, als affektive Bindung an ein Gemeinwesen, an einen Staat, sei zu viel verlangt, ja, oder würde ich auch sagen, es sei nicht im Grunde zu viel verlangt. Normalerweise haben wir unsere Loyalitäten bei kleineren Verbünden, wir fühlen uns zu Hause in bestimmten familiären oder politischen oder also in einer bestimmten Partei, in einer bestimmten Bewegung, in einer bestimmten Religion, wie auch immer. Da liegen meistens unsere wirklichen Loyalitäten, unsere affektiven, unsere emotionalen Bindungen. Und was wir eigentlich brauchen für Staaten, ist ein Sinn für politische Verpflichtung.
also ein Sinn dafür, was ein Gemeinwesen leistet, nicht eine emotionale Bindung, denn die ist immer irgendwie erzwungen, die ist nicht wirklich da. Verfassungspatriotismus habe ich auch noch nie so richtig aufbringen können. Also das ist, ich weiß nicht, wie man da sagen, für die Verfassung leidenschaftlich sein ist irgendwie ganz seltsam. Das hat mich noch nie bei Habermas überzeugt. Aber ich werde schon emotionaler, sozusagen begeisterter, wenn ich mir anschaue, was Human Rights Watch sagt, ja, oder Amnesty International sagt, wie Leid verringert wird auf der Welt. Das ist auch sozusagen von Sklar sozusagen das entscheidende Kriterium. Wie verringern wir Leid unter den Menschen auf der Welt? Das ist eigentlich sozusagen das, was Staaten hauptsächlich leisten müssen. Jetzt wird gerade sehr viel Leid vermehrt, zum Beispiel gerade in Osteuropa. Ja, aber vielleicht ist es zu dünn. Ja, vielleicht ist es doch ein Konzept, das nicht trägt, finden Sie, Frau Weber? Naja, ich glaube, es funktioniert nicht ohne Emotionen. Also ich glaube auch, Habermas, Verfassungspatriotismus kann man durchaus haben, wenn er emotional aufgeladen ist. Es funktioniert nicht anders. Das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich differenziert ausgedrückt, aber es ist eher eine empirische oder aus der empirischen Analyse heraus. Also da würde ich gar nicht den Unterschied machen zwischen klein und groß. Also natürlich habe ich, wenn ich an Brandenburg denke, eine emotionale Aufladung als meine Heimat. Und ich auch gemerkt habe, also ich war viel auf Reisen in den letzten Jahrzehnten, habe mal dort gelebt. Und zurückzukommen war was ganz Besonderes. Und ich habe diese emotionale Aufladung, aber auch wenn ich an Europa denke oder europäische Geschichte. Insofern glaube ich, ich habe eine Loyalität und ich habe aber auch eine Verpflichtung. Und ich glaube, dass man es nicht trennen kann. Ich frage mich, wie soll das gehen? Identitäts- und Gemeinschaftsstiftung historisch betrachtet funktioniert immer über, und das ist dann, das kann man dann kritisieren, aber über historische Mythenbildung, über emotionale Bilder, über Sinnstiftung. Also wir sind es gewöhnt, diese emotionale Komponente kritisch zu sehen, und aus wissenschaftlicher Perspektive sollten wir sie auch kritisch bearbeiten. Nur Gemeinschaftsstiftung funktioniert nicht ohne. Das glaube ich nicht. Also das Argument kann ich gut verstehen. Ich glaube, also was mir wichtig war auf diesen letzten Seiten, ist, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt wird. Also die eine Loyalität nicht gegen die andere ausgespielt wird, was aber häufig passiert. Ja, weil wir gerade in vielen Völkerstädten unserer Zeit, dann gibt es eben häufig Loyalitäten oder man hat mehrfache Loyalitäten. Man ist ein Podolski oder ein Klose und hat eine polnische und eine deutsche oder Mesut Özil und so weiter. Und dann gibt es diesen Druck hin auf die nationale Identität, und da muss halt auch das Gefühl für die Fahne und die Nationalhymne und so weiter da sein. Und da, den Druck finde ich falsch. Ja, ich glaube, dass man das nicht, man muss diese Loyalitäten, die aus verschiedenen Herkünften, aus verschiedenen Heimaten kommen, die muss man ernst nehmen, und die sollten auf gar keinen Fall sozusagen gegenüber einer staatlichen Loyalität ausgespielt werden. Und das ist aber häufig das sozusagen, was noch ein Residuum ist, sozusagen diese Nationalstaatsidee. Und dagegen wollte ich sozusagen ankämpfen. Beim Staat scheint mir, man braucht Emotionen, um auch sehr politisch aktiv zu werden, um sich einzusetzen für sein Gemeinwesen. Aber es darf eben gegenüber dieser Loyalität, die man über seiner Herkunft, seiner, wie auch immer, bremisch-holsteinischen Herkunft, ja, empfindet, nicht, die darf nicht ausgespielt werden gegenüber dem Nationalstaat. Das scheint mir ganz wichtig. Passiert aber recht häufig, immer noch heutzutage, dieser Druck. Und dann ist man eben nur zweitklassig, wenn man ein zweitklassiger Deutscher oder Frau Merkel eine zweitklassige Europäerin, ja, eine angelernte Europäerin, wenn man nicht aus der richtigen Gegend kommt und wenn man nicht sozusagen ganz klassisch im Zentrum sozusagen dieser Nationalstaatsidee steht, kulturell.
Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um an der Stelle an die, sozusagen, da wir etwa die Hälfte der Veranstaltung jetzt schon erreicht haben, so an die Gemeinschaft des Publikums sozusagen mal zu öffnen und sozusagen mal ganz ohne Druck an dieser Stelle natürlich, ob sich an Ihrer Stelle sozusagen schon Fragen oder Verständnisfragen gebildet haben, ob Sie einen bestimmten Punkt aufgreifen wollen. Also die Mikros stehen zur Verfügung. Melden Sie sich gern. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann geben wir Ihnen sozusagen gerne noch einen Moment Zeit und sozusagen gehen noch ein bisschen. Ah, Sie wollen, hier einmal in der ersten Reihe, wo ist, da kommt das Mikrofon. Das Mikrofon wegen der Aufnahme, dann ist das besser. Sie hatten ja beschrieben, dass Brüssel eine gewisse Spezifität hat. Können Sie die mal konkretisieren? Dankeschön. Also ich habe gesagt, dass Brüssel im Prinzip eine bestimmte Spezifität hat in einem historischen Sinne. Also es ist die Hauptstadt oder die Zentrale EU-Europas und damit hat es eine ganz bestimmte politische Funktion. Jetzt weiß ich nicht, worauf wollten Sie hinaus? Und dann habe ich gesagt, und das passiert. Also es gab andere europäische Zentren in der Vergangenheit. Also für, um nochmal auf Beethoven vielleicht zurückzukommen, die Beethoven-Hymne ist ja eine Erfindung oder eine Idee gewesen von Coudenhove Kalergi, also dem großen Vertreter Paneuropas, also der Idee Paneuropas aus der Zwischenkriegszeit. Das war ein Habsburger Aristokrat im Prinzip, Coudenhove Kalergi, eine japanische Mutter, der sich als Weltbürger verstand hat und der hat in der Zwischenkriegszeit diese Paneuropa-Idee, diese Paneuropa-Union gegründet und es dann geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg seine Idee der Europahymne Beethovens durchzusetzen. Der hat Brüssel nicht als Zentrum gesehen. Also der hat begriffen, dass mit dem Untergang der Habsburger Monarchie diese Aristokratie, das Adelseuropa an ein Ende gekommen ist und hat das dann versucht umzuwandeln in dieser sehr elitären, Paneuropa war ein sehr elitäres Projekt von Coudenhove Kalergi, in dieser geistesaristokratischen Elite Europas. Und der hatte im Übrigen, war im großen Briefwechsel mit Masaryk, also hat sehr nach Osteuropa geschaut und er wäre nie auf die Idee gekommen, dass Brüssel das Zentrum seiner EU-Konzeption ist. Und wenn Sie an die nationalsozialistischen Europa-Vorstellungen gehen, na gut, da muss ich nicht lange reden, was sich der NS-Staat als Zentrum Europas, welche Stadt vorgestellt hat. Also das wollte ich sagen. Also Brüssel ist für ein bestimmtes EU-Konzept die Hauptstadt, das ist die Spezifizität, aber das kann in der europäischen Pentarchie des 19. Jahrhunderts gab es überhaupt keine eine Hauptstadt Europas, sondern da gab es dann mindestens fünf, dazu eben auch St. Petersburg. Ja, ja, also, dass ich Ihre Frage damit beantwortet habe, also... Ich sehe eine weitere Hand. Ich würde ganz gerne noch zwei Aspekte hinzufügen und vielleicht könnten Sie darauf auch noch mal eingehen, nämlich die friedensstiftende Funktion, insbesondere der europäischen Idee. Und dann kam mir bisher, das liegt natürlich auch ein bisschen an Ihrem, Ihrem Hintergrund der Fachausrichtung, der ökonomische Aspekt, der nämlich dazu führte, dass die einzelnen Staaten, die sich zusammengeschlossen hatten, zunächst in der EWG, ich will das nicht zu weit ausführen, das ist ja alles bekannt, und dann die Erweiterung, gerade jetzt nach 1990, über die osteuropäischen Staaten hinweg, und die werden ja in erheblichem Umfang wie Ungarn und Polen unterstützt, um da eben den Wohlstand der Bevölkerung voranzubringen. Das ist meines Erachtens auch eine ganz wesentliche Funktion der europäischen Idee. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass
dass Sie darauf hinweisen, der ökonomische Aspekt und der friedensstiftende Aspekt, das sind zwei ganz wichtige Geburtsideen für diese europäische Idee, für die Europäische Union, und sie sind auch schon recht alt. Also gerade die Friedensstiftungsidee stammt schon aus dem 17. Jahrhundert spätestens, als man gesehen hat, dass die großen Religionskonflikte, aber auch die Konflikte zwischen Frankreich und Habsburg-Spanien auf der anderen Seite diesen Kontinent dauerhaft in Krieg stürzen könnten. Und auch die Sorge davor, dass eine von den großen Parteien dauerhaft sozusagen zum Weltherrscher werden könnte, also Habsburg, Spanien oder Frankreich. Und da haben dann die ersten Intellektuellen angefangen, sozusagen Friedensverbundsideen zu entwickeln. Das ist auch sehr gut erforscht, das ist eben eine Vorgeschichte auch der Europäischen Union. Und die ökonomische Idee war nun auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Das ist halt sozusagen ein ökonomisch ja höchst erfolgreiches Gebilde geworden. Dabei müssen wir eben aber auch aufpassen, dass sozusagen dieser Erfolg, der Friedenserfolg und der ökonomische Erfolg uns nicht dazu bringt, dass wir sozusagen arrogant werden in unserer Sprache und unserer Denkweise. Und das hört man allerdings bei manchen Politikern durchaus raus. Also das versuche ich ja auch oft zu analysieren. Macron ist sicherlich einer der besten französischen Präsidenten, die es gab in den letzten Jahrzehnten für Frankreich. Aber die sozusagen proeuropäische Rhetorik ist unglaublich eng. Also das Konzept von sozusagen, was Europa ausmacht, auch kulturell, und das ist ja ein wesentlicher Teil dieses Buches, ist sehr eng, auch wiederum sehr sympathisch. Also sozusagen Griechenland, Mona Lisa, also griechische Statue, Mona Lisa, Proust, Musil und Erasmus. Ja, da erkennt jeder Europäer sein Zuhause, hatte mal gesagt. Das ist ein Zitat, das ich auch im Buch habe. Jeder Europäer, das ist so die Frage. Ja, also es gibt, also das ist wirklich ganz hoch gehängt, aber auch ein ganz enger, sozusagen ganz enger Kanon von europäischer Kultur. Und ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch so diese sehr starke Idee der Trennung von Kirche und Staat, dass das etwas ist, was typisch ist hier für Europa und was andere nachholen müssen. Das ist zum Beispiel gerade in Frankreich ein ungeheurer Druck auf neue Bürger, diese Ideen im Sinne der Assimilation zu übernehmen. Und ja, das ist eine im Wesentlichen ökonomische und friedensstiftende Idee, und sie ist auch einfach großartig, ja, die Idee der Europäischen Union, und die brauchen wir auch in Zukunft. Andererseits haben wir aber viele Probleme sozusagen hausgemacht, indem wir sozusagen ein solches Sprechen über europäische Kultur pflegen, das für viele Menschen dann doch eher abstoßend ist und die viele Menschen einfach draußen lässt. Und wenn man jetzt sozusagen, ja, brauche ich kein Beispiel zu, weil es können jüdische, islamische Mitbürger sein, es können aber auch Nordeuropäer sein, Südeuropäer, man kann Baske sein oder Same oder wie auch immer. Das kommt dort nicht richtig vor in dieser großartigen sozusagen kulturellen Tradition, die da nicht aufgefangen werden. Das war mit Osteuropäern, Europa natürlich auch so. Wir sagen, ja, das stimmt, aber wir machen uns das Leben auch schwer, und darauf wollte ich hinweisen, mit der Art und Weise, wie wir an europäische Kulturen, europäische Geschichte denken. Ergänzend zu der Frage? Ja, vielleicht nur, das ist ja das ganz große Plädoyer, das Sie in Ihrem Buch machen. Also eben darüber hinaus zu gehen und eben diese, was Sie auch sehr gern gelesen haben, muss ich sagen, also die ganze Komplexität in den Blick zu nehmen und eben nicht dieses ja durchaus elitäre Europa-Verständnis, was völlig in Ordnung ist, was völlig okay ist, aber es ist eben nicht alles und man grenzt damit aus, ganz offensichtlich. Und das ist zu wenig, um dieser historischen und gegenwärtigen Vielfalt gerecht zu werden und die in den Griff zu bekommen.
Und dann geht das nicht nur mit Macron. Und das merkt er ja auch im eigenen Land, also dass er mit dieser Identifikation nicht besonders weit kommt. Und im Übrigen dann auch Europa sehr instrumentalisiert. Also ich habe das im Wahlkampf gelesen, dass er dann auf Druck der Rechten, also die einfach zu großen Zuspruch hatten, das hat mir ein Student aus Paris erzählt, dann die Europafahne vom Arc de Triomphe wieder wegnimmt. Also das war schade. Ich dachte, also dann doch eher das Nationale bestimmt oder Kompromisse und Konzessionen im Wahlkampf machen muss. Aber vielleicht Friedensstiftung, glaube ich, muss ich gar nichts dazu sagen. Das haben Sie ja alles, ist eben schon viel länger, die Idee Europas. Also ein bestimmtes Europakonzept zu machen, um den Frieden zu erhalten. Das ist nicht neu. Und ökonomisch schwierig eigentlich, finde ich. Ja, aber eigentlich auch bei beiden Themen ist es sowohl bei Friedenssicherung als auch bei Ökonomie, das bekommt man nicht hin, wenn man die Grenzen Europas dicht macht an der Grenze der EU. Also da ist es so wie in der Geschichte, und das versuche ich in dem Buch ja auch zu zeigen, diese Grenzen sind unglaublich durchlässig, diese historischen Grenzen, schon immer kulturell, aber auch ökonomisch. Also sozusagen das Mittelmeer war eigentlich sozusagen der ökonomische Motor auch von Europa. Und das Schiff ist sozusagen das zentrale Vehikel gewesen von Aufschwung, und natürlich die Sklaven, die überall hin verschickt wurden. Waren wir hier in Mitteleuropa auch gut. Ja, Sklavenmärkte gab es auch in Deutschland. Und auch bei der Friedenssicherung, das sehen wir jetzt. Also wir sind in allen diesen Themen nicht, ist die EU, kann nicht an ihren Grenzen sozusagen Halt machen, sondern man muss immer darüber hinausschauen und auch sehr stark aufpassen, dass wir sozusagen mit unseren Nachbarn in Osteuropa, also auf dem Kontinent, also sowohl sozusagen Richtung Asien als auch Richtung Afrika zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten, wie das sozusagen in der Geschichte eigentlich schon immer war. Und also ein bisschen hat dieses EU-Projekt auch dazu geführt, dass wir das vernachlässigt haben. Das war früher nicht so. Da war gerade das Mittelmeer war sozusagen das Verbindende. Heutzutage ist das Mittelmeer die Grenze, die sozusagen auf der Frontex arbeitet. Wir brauchen natürlich kontrollierte Kontrolle sozusagen an Grenzen auch, aber es ist nicht natürlich. Es ist kulturell nicht natürlich, ökonomisch nicht natürlich. Es ist auch von der Friedenssicherung her nicht natürlich, dass wir da eine scharfe Grenze bauen. Ja. Mit Mikrofon bitte. Ohne den ökonomischen Erfolg wäre sicherlich die Bevölkerung in Europa nicht mitzunehmen. Dann sind auch Werte und Kultur ganz schwer eben zu erhalten. Das ist, glaube ich, lässt sich auch häufig in der Geschichte beobachten, dass das die Basis ist. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch die Hoffnung, dass das dass ökonomischer Druck auch etwas in Russland ändern wird. Ja. Sonst würde man so gar nicht agieren. Ich hätte zum Ökonomischen, ich hatte auch gesehen, es gibt schon wieder eine Meldung irgendwie, aber ich würde zum Ökonomischen noch kurz einen Gedanken mit einbringen wollen, weil ich mich frage, ob wir jetzt so in einer gewissen Zeit leben, in der sozusagen das Versprechen von Wohlstand sozusagen als eines Elementes, das auch auf der diese politische Gemeinschaft sozusagen auch gründet, nicht auch kontraproduktiv sein kann. Also wenn wir zum Beispiel so ein Land wie Ungarn nehmen, das ist ökonomisch enorm erfolgreich im sozusagen Zuge seiner Mitgliedschaft innerhalb der Europäischen Union. Das bindet es aber offenkundig nicht politisch unbedingt enger an die politische Idee und sozusagen die sozusagen damit verbunden ist. Also das Ökonomische alleine sozusagen scheint mir auch, es hat einen Beitrag zur Friedenssicherung, im Sinne der sozialen Friedenssicherung auch, aber ist sozusagen, man kann, wie wir am Beispiel China sehen, ja sozusagen die Frage, was sozusagen
Es gibt verschiedene politische Systeme, die zu ökonomischem Erfolg beitragen. Also das rettet uns die europäische Idee nicht. Auch gewisser sozusagen... Eilig. Das wollte ich nur ergänzen. Nazi-Deutschland war sozusagen auch ein gewisses ökonomisches Erfolgsmodell, ein diktatorisches und kein demokratisches. Die Europapolitik der Nationalsozialisten basierte auf einer ökonomischen Idee. Also klar, deutsche Hegemonie in Europa zur wirtschaftlichen Prosperität. Das war das nationalsozialistische Europakonzept, also sehr, sehr stark ökonomisch. Ich glaube, was Sie beschreiben, ich wollte nur kurz darauf antworten, das stimmt mit Ungarn und so. Also man hat diese Effekte und man hat sie natürlich auch mit China, auch andere Regime, andere Systeme, versprechen oder schaffen auch wirtschaftliche Prosperität. Also und gleichzeitig würde ich Ihnen aber auch völlig recht geben. Ohne funktioniert es schon mal gar nicht. Also das ist schwierig tatsächlich. Und es muss gar nicht mal unbedingt das Versprechen von stetig wachsendem Wohlstand sein, sondern eine gewisse Basis, eine soziale Basis, glaube ich, ist unheimlich wichtig für den Fortbestand der Europäischen Union. Und ich weiß nicht, warum, haben Sie das auch im Hintergrund gehabt, dass momentan die finanzpolitische Situation auch manchmal Stirnrunzeln lässt und fragt, mein Gott, also was passiert da eigentlich mit der EU, wenn das so weitergeht? Okay, dann hier vorne war noch eine Frage und da hinten habe ich noch eine Hand gesehen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt das von meiner Kompetenz her. Also ich finde zum Beispiel auch der rechtliche Rahmen, also der gesetzliche Rahmen und die Durchsetzungskompetenz von Europa, also das wird deutlich bei dem Verfahren gegen Ungarn oder generell auch unser gesamtes Verbraucherrecht oder ähnliches ist ganz entscheidend bestimmt von den Verordnungen der EU bis runter zu den Darlehenskrediten und so weiter und so fort. Das merken wir so direkt nicht, aber es ist der große juristische Rahmen, den Europa auch setzt. Und zwar sehr erfolgreich, finde ich jedenfalls. In vielen Bereichen führt das auch zu einer Vielfalt und Demokratisierung von rechtlichen Denkmustern oder Verhaltensweisen. Und ich finde auch, die Gerichte muss man auch, obwohl sie keine große Durchsetzungskompetenz haben, aber die muss man immer mitdenken. Da ist ein Instrument, ein rechtliches Instrument und auch ein gerichtliches Instrument, was wirkmächtig sein kann. Ja. Also den Punkt finde ich sehr, sehr wichtig, denn die rechtliche Sicherheit, die im Augenblick in Deutschland und aber auch in der EU geboten wird, die ist die Voraussetzung auch dafür, dass man überhaupt friedlich zusammenleben kann in einer Gesellschaft, die sehr unterschiedlich ist, also sehr, in der sehr viele verschiedene unterschiedliche Menschen leben. Es ist wahrscheinlich die entscheidende Voraussetzung. Natürlich ein bestimmtes ökonomisches Level auch, aber die rechtliche Sicherheit, ich glaube, das zeigt auch die Geschichte, ist noch viel wichtiger, Das, vorhin hatten Sie ja schon gefragt, vielleicht müssen wir nochmal über diese rechtliche Sicherheit sprechen. Also ein Beispiel, das ich sehr eindrucksvoll fand aus dem Mittelmeerraum, ist jüdische Kaufleute im Mittelalter. Wo gehen sie hin? Ja, wenn sie Großhandelskaufmann waren im Mittelalter. Sie haben zum Beispiel dann irgendwie ein Kontor in Algier oder in Alexandria. Und wie weit reicht sozusagen, wie weit gehen sie? Und es war schwierig mit christlichen Städten, weil die Rechtssysteme immer wieder unterschiedlich waren, während im sozusagen großen islamischen Raum sie sicher sein konnten, dass sie, wenn sie ein Problem hatten, dass ihre Ware irgendwie nicht richtig behandelt wurde, konnten sie zum Kadi, konnten zum Richter gehen und sie waren sicher, sie kriegten dasselbe Handelsrecht oder dasselbe sozusagen, es war noch, wurde noch nicht Handelsrecht genannt, aber es war eine bestimmte Sorte von, also es gab eine bestimmte Zugänglichkeit von Gerichten, es gab bestimmte verlässliche Regeln. Und darauf basiert natürlich auch dann wirtschaftliche Prosperität. Auch wenn man als Gruppe nicht so viele Rechte hat, jetzt als jüdische Gruppe wie die muslimische Elite oder als armenische Gruppe oder als christliche Gruppe,
Aber das ist eine sehr interessante Lehre daraus, sozusagen, wie förderlich das war für das Zusammenleben. Das heißt, man hat so eine Stadt, war dann eher im islamischen Algier als irgendwie im christlichen Ostia oder wie auch immer, oder im Christen. Venedig war schon eher möglich. Und das finde ich sehr erhellend, ja, dieses Beispiel. Und ich glaube, wir sind in einer Situation in Europa, in der, wenn wir jetzt auf unsere sehr unterschiedlichen Werte schauen, die konvergieren offensichtlich nicht so richtig. Wir hatten ja vorhin schon Familie, Gender und so weiter angesprochen. Es kann sein, dass das nicht zusammenläuft, also dass wir nicht uns weiter einigen werden in diesem Bereich. Man sieht es auch, ist ja eigentlich ganz seltsam, wenn man sich anschaut, was Kyrill sagt oder... Also fragt sich, woher kommt eigentlich sozusagen dieser starke Fokus auf das Sexuelle und Gender und Trans und dann auch Drogen und ja, und das sind die, sozusagen die Ukrainer sind alle auch solche Westler. Ich glaube, dass das symptomatisch ist, das findet man ja auch im islamischen Fundamentalismus. Also da kommen sehr schnell diese Themen. Also es ist so ein moralischer... Wir sind moralisch irgendwie besser, ja, als diese dekadente oder als diese sehr freizügige, individualistische Kultur. Und ich glaube, dass das nicht verschwinden wird, sondern dass wir vielleicht lernen müssen, damit zu leben, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sozusagen stark, ich weiß nicht, ob ich es jetzt konservativ nennen soll, aber sozusagen vielleicht auch religiös geprägte oder irgendeiner Weise sozusagen durch Werte geprägte, andere Familienbilder haben, andere Frauenbilder, andere Einstellungen zu Gender und zu Individualismus, zu Familie. Das ist schmerzhaft, weil wir ja auch für bestimmte Rechte kämpfen wollen. Aber was wir sozusagen dann brauchen, ist rechtliche Sicherheit, wenn man ausbrechen möchte aus einer solchen Struktur, dass man die Möglichkeit hat, sagen wir mal, als Frau in einer patriarchalisch geprägten Großfamilie. Ja, das ist, und diese Möglichkeiten gibt es in Deutschland. Es gibt Hilfsangebote, sogar sozusagen auch soziale Hilfsangebote. Man kann bestimmte Nummern wählen sozusagen. Aber ich bin mir dann noch nicht ganz sicher, aber ich fürchte sozusagen, ich vermute, dass wir diese Wertunterschiede noch lange, vielleicht sehr lange haben werden, weil die sehr basal sind. Also die gehen sozusagen diesen kleinen familiären Bereich. Und diese Toleranz haben wir auch heute häufig auf der linken Seite nicht wirklich. Ja, wir wollen muslimische Kopftuchträgerinnen befreien. Die befreien sich im Zweifel aber selbst. Ja, also die haben die Möglichkeit in Deutschland das zu tun, wenn sie in Strukturen drinstecken, die sie nicht haben wollen. Ich glaube, da müssen wir sozusagen auf allen Seiten noch etwas toleranter werden. Das meine ich vielleicht auch mit diesem Mittelweg zwischen Vermischung, Multikulti und Assimilation, konservativ. Dass wir da diesen Mittelweg finden, dass wir da lernen, dass es sehr unterschiedliche Formen auch dieses Lebens gibt. Es ist ja interessant zu sehen, dass Kyrill nicht sagt, ich bin gegen die Menschenrechte, ja, oder islamische Fundamentalisten, die kämpfen nicht offensiv gegen Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das sagen die gar nicht. Das ist alles sozusagen zugestanden, auch wenn sie es sozusagen de facto bekämpfen. Die Werte, die sie propagieren, sind alles so familiäre Werte und Genderwerte und kein Alkohol, keine Drogen, das sind so sozusagen Lebensformwerte. Mhm. Ja, es geht eigentlich, das ist vielleicht das Wort, es sind Lebensformen, für die gekämpft wird, und es geht eigentlich gar nicht um Werte mehr wirklich, also um die Werte, die wir uns mal in der Nachkriegsordnung sozusagen geeinigt haben. Und zugleich irgendwie hat man natürlich, also ich gebe Ihnen recht sozusagen, erstens ist das sozusagen ein wesentlicher Punkt der sozusagen politischen Zuspitzung sozusagen in verschiedenen Konflikten, die Sie gerade genannt haben. Und zugleich steckt da natürlich trotzdem eine Plastizität drin. Also
Fragen der Sexualität und der Geschichte in Deutschland sozusagen nehmen, war es ja auch nicht sozusagen so liberal, wie es heute ist. Und im Grunde genommen ist das ja immer die Hoffnung, dass diese Beweglichkeit sozusagen auch anderswo sozusagen da ist und emanzipatorische Prozesse da sozusagen auch einen Raum finden, sich durchzusetzen. Und sie tun es wahrscheinlich nie immer nur von sich selbst heraus, sondern vielleicht auch immer mit einer Unterstützung oder einer Solidarität zumindest von außen. Ja. Ich hatte noch eine Meldung gesehen, damit wir die nicht vergessen. Danke. Mich würde interessieren, Ihr Blick in die Zukunft sozusagen. Also was ist denn in 5 Jahren europäisch oder was ist in 10 Jahren europäisch? Und da vor allem so, also was glauben Sie, wie ist es und wie würden Sie sich wünschen, dass es ist? Sie haben jetzt mich angeschaut, es könnte auf Frau Weber, aber ich habe gerade so lange über das Verhältnis von Rechtssicherheit und Lebens... Zwei, das stellen wir, ja. Machen wir jetzt Szenarien. Ja, ja. So, das ist gut. Meinen Sie es, was ich mir wünsche oder was... Es sind zwei Fragen, de facto und was ich mir wünsche. Ja, also... Ich bin ja eigentlich Historiker und blicke immer zurück. Also insofern ist die Frage nicht also ich glaube, dass in 5 Jahren, ist ja nicht so lange hin, ja, dass das noch sehr stark geprägt sein wird von dieser Erfahrung des Krieges mit Russland. Und wie Frau Weber schon gesagt hat, es sind geopolitische Fragen sehr, sehr im Vordergrund. Und dass... Ich blicke jetzt mal definitiv oder dezidiert mal nicht auf die EU, sondern darüber, wie wir über Europa sprechen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch in 5 Jahren ein Kampfbegriff bleibt und dass manche in Mittelwesteuropa versuchen, Europa zu einem Begriff zu machen, der die osteuropäischen Staaten und Russland umfasst und versuchen irgendwie mit diesem kriegerischen Aggressor, nehmen wir mal an, dass Putin noch immer an der Macht ist, zurechtzukommen, ohne Appeasement zu betreiben und so weiter. Also ich glaube, dass andere sagen würden, nein, Europa ist nur das, was Russland ausschließt. Das ist eine ganz andere Zivilisation. Das vermute ich, dass das kommen wird. Ich sehe auch schon auf den Büchertischen sozusagen Bücher, Russland, Bücher liegen, wo es dann heißt, Russland war schon von der Geschichte her immer diktatorisch oder so. Ja, oder die können nicht anders als aggressiv zu sein oder so. So wie es die Islambücher auch gibt. Das ist im Grunde eine Folge von diesem Clash of Civilizations-Denken, was ich für falsch halte. Also es gibt so viele demokratische Russinnen auf der Welt, überall auf der Welt. Es gibt eben auch viele, die sehr, sehr viele, die Putin unterstützen zurzeit. Aber das ist nichts Gegebenes. Das kann sich ändern und darauf müssen wir hoffen und darauf müssen wir hinarbeiten. Ja, also das ist das, was ich glaube, was de facto der Fall sein wird, dass Europa ein Kampfbegriff sein wird. Was ich mir wünschen würde, wäre intern sozusagen in unserem Sprechen über Europa, dass wir, ist ja auch ein Buch, das von dem schon durchkommt, dass auch so ganz klassische europäische Dinge wie Beethoven oder so, dass mir die sehr am Herzen liegen. Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass das Alte nicht verloren geht, diese alten Werte. Dafür bin ich selber irgendwie meinen kulturellen Vorlieben viel zu traditionell. Dass sich das aber wunderbar mischt mit dem Reichtum all dessen, was darin nicht gesehen wird in diesen traditionellen Europabegriffen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dafür ist das Potenzial eigentlich da. Und da versuche ich ja auch so Wege zu geben, wenn wir an Architektur denken, können wir auch an Sinan Abdülmenan denken, der sozusagen südosteuropäische Architektur enorm geprägt hat. Moscheenbau und Karawansereibau, die Brücke über die Drina und so weiter. Ja, also das ist großartige Architektur. Sinan und Michelangelo.
sozusagen. Ja, so würde ich mir das vorstellen. Frau Weber, wie stellen Sie sich's vor? Vielleicht noch hinzuzufügen, auch die ganzen Bauhäusler, die dann in die Türkei gehen, gerufen von Kemal Atatürk. Nicht? Auch das ist ja Architektur- und Baugeschichte, die weit über unsere engen westeuropäischen Grenzen hinausgeht. Also diese Migrationsbewegung auch von Zentral- oder Westeuropa dann in die sogenannten Peripherien in den Blick zu nehmen. Was ich real, also aus meiner historischen, wissenschaftlichen Perspektive denke, ist, dass wir uns in 5 Jahren noch in dieser geopolitischen Auseinandersetzung befinden. Das geht nicht so schnell. Weiß nicht, was da mit der Ukraine ist, aber das ist meine Befürchtung aus einer historischen Beschäftigung heraus. Was ich mir dann als erstes natürlich wünsche, ist, dass wir trotzdem Frieden haben. Das ist das Erste tatsächlich. Und das ist das, was ich seit dem 24. Februar, also als Historikerin, die sich immer mit Kriegen beschäftigt hat und immer mit Kriegsverbrechen, ist mir das seit dem 24. Februar nochmal so geläufig, dass ich, also so nahe gekommen auch, dieser Gedanke, bitte, bitte Frieden, also das nicht, was ich hier viele Jahre in meinen Büchern und in meiner Beschäftigung mir angelesen habe oder weiß, was Krieg bedeutet, aber eben nicht aus meiner eigenen Erfahrung, das möchte ich auch nicht. Und das ist das, was ich mir eigentlich wünsche, dass wir in 4 Jahren noch Frieden haben oder in 5 Jahren. Und dann, wenn wir das haben, dann bin ich auch ganz bei Ihnen, also dass wir so verstehen, dass wir mit der Vielfalt Europas lernen, gelassen umzugehen. Der rechtliche Rahmen, glaube ich, ist sehr wichtig, um darauf nochmal zurückzukommen, also im Sinne Arendts, so dieses Recht, Rechte zu haben. Da ist der europäische Rechtsstaat und die europäische Rechtsverfassung ganz wichtig. Aber eben auch diese Toleranz, möge jeder nach seiner Fasson glücklich werden und achten wir dann auf den rechtlichen Rahmen, der uns das ermöglicht. Das wäre so meine Vorstellung. Vielen Dank. Ja. Streuen noch. Stichwort Arroganz, europäische Arroganz, Herr Hasse, das hatten Sie erwähnt und wenn ich es richtig verstehe und gelesen habe, dann warnen Sie eben nicht nur von der deutschen Leitkultur, sondern auch von so einer Idee von europäischer Leitkultur. Und es gibt so einen kleinen Satz, den ich hier vorlese. Sie werben sehr dafür, beim Anpreisen der europäischen Aufklärung mehr Zurückhaltung zu zeigen. Und vielleicht könnten Sie diesen Aspekt nochmal kurz ausleuchten, warum Sie in der vielgerühmten europäischen Aufklärung doch weniger Grund zur Selbstbeweihräucherung sehen, als das gemeinhin der Fall ist. Also ich finde, dass, also ich sehe es schon so, dass im 17., 18. Jahrhundert viele sehr kluge Ideen entwickelt wurden, die, von denen wir heute zehren. In Mittelwesteuropa. Aber wenn wir jetzt sagen wir sind jetzt in der französischen Einwanderungsbehörde oder auch in der deutschen und es kommen syrische Flüchtlinge und es wird ihnen nahegelegt, dass sie jetzt lernen sollten, wie man Staat und Kirche trennt. Das ist etwas, was ich sozusagen als Historiker ganz seltsam finde. Aus zwei Gründen. Einmal, weil es eine sehr besondere Entwicklung in Westeuropa gegeben hat, weil die Kirche so unglaublich mächtig war als Grundbesitzer und Herrscher, sozusagen weltliche Macht hatte. Das gibt es in der enormen Machtfülle eigentlich nicht außerhalb von Europa in der Geschichte, jedenfalls soweit ich das überblicken kann. Der andere Grund ist, dass diese Fragen, die wir in der Aufklärung diskutiert haben, also wie weit erstrecken sich die Rechte der Menschen, wie weit soll Religion unser Gemeinwesen prägen, wollen wir das gesetzlich regeln, wollen wir das demokratisch regeln, wie wir uns zusammenleben, das sind Fragen, die in sehr, sehr vielen Kulturen schon diskutiert wurden, auch außerhalb Europas, sind auch naheliegende Fragen. Also
in indischen oder afrikanischen Dorfgemeinschaften hat man sich auch überlegt, wählen wir unseren Anführer oder nicht? Also es ist nicht so, dass die Wahl, das machen wir auch, wenn wir Fußballmannschaften zusammenstellen. Ja. Also es ist nicht also als kleine, als Kinder. Es ist nicht so, dass die Demokratie jetzt eine so wahnsinnig, also es ist eine Idee ist, die sehr schwer zu entwickeln wäre. Wenn man dann konkreter wird, ja, dann gibt es gerade bei den Staatsphilosophen der Aufklärung sehr interessante Ideen, zum Beispiel, dass die Verfassung etwas Menschengemachtes ist, die sich auch wieder verändern lässt, dass das nicht einfach nur etwas Gegebenes ist. Aber dann, da muss man eben genauer hinschauen. Ja, und wenn wir, da steckt eine gewisse Arroganz drin, zu sagen, ihr habt das nicht, aber ihr könnt es bei uns lernen. Und wenn man sich mal versetzt in, sagen wir mal, einen Ägypter zum Beispiel, ja, endlos viele Jahrhunderte von Kultur im Rücken und sehr, sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Herrscher, griechische Pharaonen, dann später islamische und so weiter. Ja, zur islamischen Zeit, also sagen wir in der Mamlukenzeit im späten Mittelalter, da hat sich der Sultan nicht von den religiösen Autoritäten hineinreden lassen. Das war im islamischen Raum nicht üblich. Das war dann nicht rechtlich festgelegt, dass es diese Trennung gab, aber es gab ja auch es gibt keine Kirche im Islam, keine Institution. Das heißt, da gab es in diesem Sinne nichts nachzuholen. Das ist eine Sprechweise, die wir häufig finden. Also andere nicht-europäische Kulturen haben da im Bereich der Aufklärung etwas nachzuholen. Das kann man auch sehr gut bei Thomas Bauer, einem Islamwissenschaftler, nachlesen. Das ist eine sehr seltsame Idee, wenn man auf den Islam blickt. Ja, in diesem Sinne ist das gemeint. Oder ja, auch natürlich ist die chinesische Kultur jetzt eine alles andere als demokratische Kultur, aber es ist eine sehr alte kulturelle Zivilisation. Und im Konfuzianismus und auch im Daoismus, bei Lao Tzu oder so, sie finden politische Ideen diskutiert. Redefreiheit thematisiert, Widerstand, wer ist der gute Herrscher? Es ist politisches Nachdenken, auch im Sinne von Aufklärungsideen, auch im Sinne von Kritik an Autoritäten, ist etwas, ich würde sagen, etwas sehr Menschliches. Vielleicht hat schon, ja, das ist ein Satz, der gestrichen wurde aus dem Manuskript, ja, die Mutter sozusagen zur Steinzeit, wenn der Sohn zum ersten Mal mit den Onkels, den erfahrenen Onkels, jagen geht, würde ihm auch sagen, setz deinen eigenen Kopf ein. Ja, glaub nicht alles, was deine selbstbewussten Onkels so dir sagen, was du machen sollst. Denk selbst, ja, so mit Kant. Das ist wahrscheinlich schon vor der schriftlichen Aufzeichnung sozusagen Kritik an Autoritäten Teil menschlicher Kultur. Und wir haben es, sobald wir schriftliche Aufzeichnungen haben, haben wir Skepsis, haben wir Kritik. Das ist nichts, was sich erst in Aufklärung entwickelt hätte. Ja, vielen Dank. Dann nochmal die Frage ans Publikum. Haben wir noch weitere Fragen? Ich würde ganz kurz noch mal anknüpfen an das, was eben gerade vorher diskutiert wurde. Denn diese Werte sind ja, die als europäisch hier sie skizziert haben, ja auch in anderen Staaten, beispielsweise großenteils eben auch in den Vereinigten Staaten dort existent. Und es wird ja auch vielfach versucht, durch entsprechende Institutionen, Goethe-Institute und Ähnliches, diese Werte dann eben zumindest zu vermitteln, wenn nicht gar zu exportieren, nicht, um das mal etwas. Wie sehen Sie diese Versuche an? Ja, ich glaube, im Goethe-Institut sind sich die Menschen, die dort arbeiten, in den fremden Ländern sehr bewusst jeweils, da sie in der Regel längere Zeit dort sind, wie stark die jeweiligen eigenen kulturellen und politischen eigenen Traditionen auch sind. Und da glaube ich, dass es weniger arrogant zugeht, also sozusagen als bei uns, die wir hier sozusagen in Mittelwesteuropa sitzen.
Ja, also ich habe das vorhin erwähnt mit den 141 Staaten, die am 2. März gegen sozusagen die russische Invasion gestimmt haben, eine UNO-Vollversammlung. Demokratische Prinzipien, Menschenrechte sind überall auf der Welt ein enormes Thema. Und es sind eigentlich kein Exportthema mehr. Sie sind eben in manchen Staaten wie Chile oder Südkorea gerade, kriegen manchmal bessere Noten, ja, als Amerika oder Mittelwesteuropa. Sodass ja, ich eher sagen würde, bei sowas wie dem Goethe-Institut geht es darum, gemeinsam zu bauen an dieser Welt. Also gemeinsam diese Welt zu gestalten im Sinne dieser UNO-Nachkriegsordnung. Ohne dass wir jetzt noch in irgendeiner Weise Ideen exportieren. Es gibt auch sehr viel zu lernen. Ja, ich glaube nicht, dass wir, es gibt auch sehr viel zu lernen aus anderen Formen von politischer Philosophie, von Ethik, aus der Geschichte. Manche politische Philosophie fängt zum Beispiel eher bei der Familie an, als oben bei der Verfassung. Das zum Beispiel im Konfuzianismus. Das ist, ich glaube, also würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir das jetzt dringend brauchen, ja, aber es gibt genügend Anregungen, die sagen wir Mittelwesteuropäer jetzt auch von anderen Kulturen, auch von anderen Formen des politischen Denkens bekommen können. Und ja, insofern würde ich das Wort Export da nicht verwenden. Aber die Goethe-Institute sind natürlich provokant sozusagen gebraucht. Ja. Ja, und ich glaube, es ist natürlich sehr wichtig, weil man eben dieses gemeinsame Nachdenken dorthin bekommt. Das ist so schwierig. Wenn wir hier sitzen in Bremen, wie diskutieren wir jetzt sozusagen global? Das ist ganz, ganz schwer. Aber wir brauchen das, um diese Welt auch global zu gestalten. Wir können es nicht mehr alleine machen. Ja, Sie, bitte, bitte. Ich wollte nur kurz was dazu sagen, weil ich würde das Exportieren ruhig drin lassen. Also habe damit, also historisch betrachtet, gar keine Schwierigkeiten. Es gibt ein, zwei gute Arbeiten, die sind in den letzten Jahren entstanden zur Geschichte der Goethe-Institute, die sich gerade mit den Goethe-Instituten im Kalten Krieg beschäftigt haben. Und natürlich ging es darum. Auch in diesem Systemkonkurrenzkampf einen ganz bestimmten Wertekatalog zu exportieren und zu verbreiten und damit natürlich auch im Kalten Krieg zu agieren. Also das würde ich historisch betrachtet auch gar nicht abstreiten wollen oder sagen wollen, nee, das sollte man nicht. Das war natürlich, da ging es um Kulturexport, da ging es um Werteexport, da ging es um Demokratieexport im Kalten Krieg. Und es ist eigentlich so in den vergangenen Jahren auch, und ich glaube, mit den Ortskräften ist es noch anders. Also ich glaube auch, da gibt es eine höhere Sensibilität. Aber in den institutsinternen Vorgaben, auch im Selbstverständnis, auf der Leitungsebene der Goethe-Institute gab es in den vergangenen Jahren schon ein Umdenken. Und nochmal auch den Versuch, die eigene Position in einem, sich selbst zu dekolonialisieren. Also so wurde das auch mal bezeichnet. Auch die Goethe-Institute sollten versuchen, sich zu dekolonialisieren. Aber das ist angekommen. Das ist angekommen. Aber historisch betrachtet, klar ging es darum. Und wir haben uns heute mit den Konfuzius-Instituten an den Universitäten ich weiß nicht, wie es in Würzburg ist, noch nicht, mit den Konfuzius-Instituten aus China auseinanderzusetzen, die natürlich dann auch mit dem Argument kommen und sagen, wir wollen doch hier nur die chinesische Kultur verbreiten, nichts anderes machen die Goethe-Institute, was wollt ihr von uns? Und wir sagen ja, Vorsicht, also mit diesen Instituten. Klar, auch auf der Kulturebene gibt es diese Werte- und Deutungskämpfe. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, letzte Fragerunde. Ich sehe noch eine Meldung dort und wenn es noch weitere Meldungen gibt, würde ich die direkt mit dazu nehmen. Ist dem der Fall? Erstmal nicht. Dann bitte. Also ich bin froh, dass Sie jetzt gerade so das dargestellt haben und dieses, dass wir angekommen sind und dass sich beispielsweise da mal mit der Kolonialisierung beschäftigt wird, finde ich bestimmt auch gut, aber muss es nicht viel weiter gehen? Also warum sprechen wir nur darüber, was europäisch ist in Europa oder mit europäischen Ländern? Und wo kann denn eine
Also wo kommt denn die Perspektive Afrikas, Amerikas, Asiens, wo können wir das so verankern, dass wir auch diese Perspektiven mitdenken und nicht unser Selbstbild mit uns selbst formen? Also es gibt aus den Nullerjahren, ich weiß nicht genau, 2007 oder so, von Chakrabarti ein Buch Provincializing Europe, da sozusagen aus postkolonialer Perspektive ist Europa sowieso ein Angriffsziel sozusagen, ja, diese europäische Arroganz. Aber die haben alle sehr starke, also die Bücher, die ich kenne, haben die starke Schwäche, dass sozusagen die Sympathie eigentlich fehlt für das europäische Projekt und auch für europäische Kultur. Also was man sehr stark braucht, ist eben, finde ich, um diese Situation zu überwinden, um wirklich sozusagen ganz frei zu werden, jedenfalls als Ziel, dass man Perspektiven wechseln kann und auch sich sowohl auf dem einen Kontinent als auch in den anderen Kontinent hineinversetzen kann, also Blickwinkel in verschiedenen Ländern hinbekommen kann. Es kann nicht darum gehen, Europa zu marginalisieren, sondern Europa ist da und Europa hat wunderbare Traditionen, wunderbare Vielfalt auf diesem Kontinent, eine Vielfalt, die häufig zusammen mit Nordafrika und Westasien entsteht und auch immer noch auch weiterhin gelebt wird. Und ja, ich hoffe, dass es in diesem Buch gelungen, dass sozusagen diese, da so ein ja, das Alte nicht weggeworfen werden soll an dem, was an kulturellen Traditionen da ist. Es geht nicht darum, sozusagen Europa zu marginalisieren, sondern es in Austausch zu bringen und sozusagen auf gleicher Höhe mit anderen kulturellen Räumen in der Welt. Und ich glaube, dass ja, die Goethe-Institute kriegen das inzwischen sehr gut hin. Es ist nicht so, dass das nicht auch außerhalb von Europa passieren würde. Ja, also es gibt indische Literatur dazu, es gibt amerikanische Literatur dazu, die sozusagen auch Europa angreift, aber das ist nicht das, was wir, das finde ich nicht wirklich so überzeugend. Das Starke an dem Buch von Edward Said, für diejenigen, die es kennen, Orientalismus von 1978, ist gerade, dass da sozusagen ein leidenschaftlicher Fan europäischer Kultur sozusagen den europäischen Blick auf den Orient angreift. Und das hat, glaube ich, sozusagen eigentlich die Substanz von dem Erfolg von diesem Buch von 1978. Und das ist etwas Ähnliches brauchen wir. Sozusagen, wenn wir etwas angreifen als arrogant, dann müssen wir es auch irgendwie lieben. Ja. Ja. Also ich finde auch, es ist relativ schwer, immer so eine globale Perspektive zu haben. Und ich bin Professorin für europäische Zeitgeschichte. Also schaue ich als erstes nach Europa. Aber weil man kann sich nicht mit allen Regionen gleich beschäftigen. Und das funktioniert nicht. Aber ich kann mich um einen multiperspektiven Blick bemühen. Und andere Deutung mit in meine eigene Perspektive einbeziehen. Und um es konkret zu machen, ich mache immer eine Vorlesung zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs und beginne die immer mit der Frage, wann der Zweite Weltkrieg begann. Und da bekomme ich schon in meinem Auditorium unter meinen Studierenden ganz verschiedene Antworten. Wenn da, also jetzt sitzen sie nicht mehr da, aber wenn die russischen Studierenden mit drin saßen, war das immer 1941. Der Zweite Weltkrieg begann 1941. Wir würden sagen, der begann am 1. September 1939. Dann fragen sie aber mal in China mit der japanischen Expansion oder in Spanien mit dem spanischen Bürgerkrieg. Und dann ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, warum wir den 1. September 1939 wählen, aus guten Gründen, warum aber in anderen Regionen der Welt ganz anders darüber gedacht werden kann und dass auch historische Periodisierung Konstruktcharakter haben. Ich glaube, so, das ist mein Versuch, in diese europäische Zeitgeschichte den globalen Blick mit einzufügen. Also ich glaube, man kann es tun, aber gleich nein. Also wir sind auch Fachspezialisten, so ist es halt. Ja,
Ja, also wir können natürlich auch nicht aus unserer Haut raus, aber Perspektivwechsel ist, glaube ich, so ein ganz wesentliches Stichwort, was wir jetzt hier mitnehmen können. Und ich glaube, wir haben jetzt sozusagen da die Frage in vielen Hinsichten, was ist europäisch ausgedeutet und so ein wenig auch verfolgt und sagen, neben dem Perspektivwechsel sozusagen die Idee, dass man auch die möglichen Quellen, aus denen sich so ein Verständnis speisen könnte, noch viel offener sozusagen angehen muss, das viel vielfältiger begreifen muss, ist, glaube ich, ein Gedanke, den wir mitnehmen und dass auch wir sozusagen die Frage besser beantworten können, wer wir selber sind, wenn wir mehr über andere wissen, damit wir nicht auf die Idee kommen, vermeintliche Ideen für exklusiv unsere zu halten. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und ins Politische gewendet hatte ich den Eindruck, dass sozusagen der Gedanke Europa als Rechtsgemeinschaft sozusagen etwas ist, was unglaublich sozusagen in den Vordergrund gestellt werden muss und aus dem sich sozusagen dann auch wiederum andere Anknüpfungspunkte historisch, wie Sie es für den islamischen Raum geschildert haben, finden lassen. Deswegen möchte ich an der Stelle ganz herzlich Danke sagen. Ihnen beiden auch ganz herzlichen Dank für die Nachfragen und für die Diskussion. Und ich kann noch sozusagen abschließen, das glaube ich, beschließt unsere Diskussion ganz gut, mit einem Zitat von dem Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer schließen. Wer einfache Wahrheiten sucht, der sollte sich nicht mit Europa beschäftigen. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und dann nehme ich an, hat Henning Bleil für die Heinrich-Böll-Stiftung auch noch Hinweise auf weitere und kommende Veranstaltungen. Ja, zunächst herzlichen Dank für heute, Frau Weber, Herr Hasse, Emanuel. Nutzen Sie den Büchertisch, 6 Euro, Reklam macht's möglich. Es gibt auch eine Hardcover-Ausgabe, in Hardcover auch das Buch von Claudia Weber über den Hitler-Stalin-Pakt. Auch viele andere europapolitische Bücher können Sie für eine Spende dort bekommen. Die haben sich so angesammelt, weil wir jetzt viel auch digital veranstaltet haben. Da haben wir lange keinen Büchertisch gemacht. Also heute ist die Gelegenheit, die gesammelten Bücher der letzten Monate abzugreifen. Günstig, aber vor allem kaufen Sie Was ist europäisch? Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke ans Theater für die gute Kooperation.